Deutschland in der Flüchtlingskrise? Ist unser Land am Limit? Brauchen wir ein neues Asylrecht? Und blockiert die Ampelkoalition eine europäische Lösung? Drei Fragen, die Deutschland und die Welt bewegen. Und damit herzlich willkommen zum Welttalk mit diesen Gästen. Janina Mütze ist bei uns, Gründerin des Meinungsforschungsinstituts CIVEY. Außerdem begrüße ich herzlich den Vorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil. Ich freue mich, dass auch der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, unser Gast ist. Und diese hochkarätige Runde wird komplettiert durch Omid Nuripur, den Parteivorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschland an der Belastungsgrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Ist das auch in dieser Runde Konsens, Herr Klingbeil? Wenn man in diesen Tagen mit Landräten, mit Oberbürgermeistern, mit Bürgermeistern redet, dann rede ich dort mit vielen Menschen, die sagen, wir würden gerne, aber vieles stößt an Grenzen. Und das muss Politik auf Bundesebene sehen, ob man das jetzt Belastungsgrenze nennt. Das weiß ich nicht, aber es ist eine Situation, die wir sehen müssen und wo wir ganz klar auch sehr schnell handeln müssen. Herr Nuripur, wie ist Ihre Wahrnehmung? Mir geht es genauso. Wir reden sehr viel mit den Leuten in den Kommunen. Es gibt eine Grunderschöpfung, es gibt eine Dauerhaftigkeit der Aufgabe, nachdem über 1 Million Leute aus der Ukraine angekommen sind und Schutz gesucht haben. Und es fehlt an Geld, es fehlt an Personal, es fehlt an vielen Orten an Wohnraum. Und dementsprechend sind sehr viele Kommunen am Limit. Herr Merz. Naja, nicht nur der amtierende Bundespräsident, sondern auch sein Vorgänger hat das ja in den letzten Tagen sehr deutlich gesagt. Er hat sogar von einem Kontrollverlust gesprochen. Und ich habe den Eindruck, es brauchte erst diesen Weckruf des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck, dass die Koalition hier mal zur Besinnung kommt und auch mal Entscheidungen trifft. Offensichtlich ist das heute im Bundeskabinett so besprochen worden. Jetzt müssen wir sehen, was daraus wird. Aber so kann es nicht weitergehen. Seltene Einigkeit also unter den drei großen Parteivorsitzenden, was den Befund angeht. Aber in der Analyse vielleicht, in der Schlussfolgerung vermutlich nicht. Wenn es eine Belastungsgrenze gibt, wie wir gerade konstatiert haben, dann muss es doch logischerweise auch eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen geben, oder Herr Nuripur? Niemand weiß, wie eine Obergrenze geht. Und ich würde sehr, sehr dafür plädieren, dass man nicht mit Scheinlösungen, die nicht umsetzbar sind, um die Ecke kommt. Und deshalb redet Markus Söder ja auch nicht mehr von der Obergrenze, sondern von einem Richtwert. Also auch er spricht von einer Integrationsgrenze. So ja, der sagt ja, wir brauchen 200.000 und dann ist es halt ein Richtwert, schauen wir mal. Also es ist sehr, sehr ratsam, dass wir gemeinschaftlich daran arbeiten, dass wir Lösungen bringen. Es gibt keine einfachen. Aber wir sollten dringend aufpassen, dass wir nicht so tun, als gäbe es einfacher, die man einfach mit dem Fingerschnipsen hinbekommt. Herr Klingbeil, wie ist Ihre Haltung zu der viel zitierten Obergrenze? Das ist ein Phantom, das im Raum steht. Aber mir konnte noch keiner erklären, wie eine Obergrenze funktionieren soll. Also was machen wir, selbst wenn wir uns politisch auf die Zahl 200.000 festlegen würden und dann kommt die protestierende Frau aus dem Iran und steht hier an der Grenze und sagt, sie möchte gerne, dass Deutschland prüft, ob sie Asyl haben kann. Sagen wir dann, nein, die Zahl von 200.000 ist erreicht. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wir haben eine Einigkeit in der Koalition, ich vermute auch insgesamt mit allen demokratischen Parteien, dass wir die Zahlen runterkriegen müssen. Das ist jetzt eine Kraftanstrengung, die wir bringen müssen. Aber ich finde, wir sollten uns dann darauf konzentrieren, dass wir Antworten geben, die umsetzbar sind, die realistisch sind und die keine Scheinlösung sind. Und vor allem keine Lösung sind, je mehr man sich annähert, desto schneller fallen sie auch zusammen und entpuppen sich als etwas, was vielleicht in der Überschrift funktioniert, aber was nicht dazu führt, dass auch nur ein Mensch weniger nach Deutschland kommt. Herr Merz, Sie unterstützen die Forderung von Markus Söder nach einer Integrationsgrenze? Die Zahl ist ja nicht neu. Wir haben ja vor 6 Jahren schon einmal über eine solche Zahl gesprochen. Und als die Zahl der Asylbewerber und der Flüchtlinge nach Deutschland ungefähr auf diesen Wert zurückging, war klar, dass das Problem lösbar ist. Und auf diese Zahlen muss es auch wieder zurück. Wir werden in diesem Lande auf Dauer nicht in diesem Umfang Flüchtlinge, Asylbewerber aufnehmen können, wie wir das gegenwärtig tun. Wir haben gut 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Wir haben in diesem Jahr bereits deutlich über 200.000 zusätzliche Asylbewerber, überwiegend aus Syrien, aus der Türkei, aus dem Iran, aus Afghanistan. Es sind über 70% Männer. Und das sind eben nicht, Herr Klingbeil, die asylsuchenden, protestierenden Frauen, sondern es sind überwiegend junge Männer, die hier nach Deutschland kommen, teilweise mit dem erklärten Ziel, dann auch den Familiennachwuchs später noch zu organisieren. Das geht so nicht. Und wenn die Koalition sich jetzt endlich zu Entscheidungen durchringt, dafür zu sorgen, dass das Problem gelöst wird, dann bringen wir es zusammen runter. Und wenn wir dann wieder irgendwo in der Nähe von 200.000 sind, dann wird es auch gehen und dann wird die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung auch wieder zunehmen. Eine Nachfrage. Sie unterstützen die Forderung von Markus Söder einer Integrationsgrenze. In dem Antrag, den Sie vergangene Woche in den Bundestag eingebracht haben zur Migration, da findet die sich nicht. Nein, das ist, also diese Zahl von 200.000 sagt etwas darüber aus, was wir schaffen können.
Das können wir auch schaffen, aber viel mehr eben nicht. So, und deswegen ist diese Zahl vor 6 Jahren schon mal genannt worden, ist jetzt wieder genannt worden. Ich teile diese Einschätzung, das können wir in dieser Größenordnung hinbekommen. Aber deutlich darüber hinaus wird es nicht gehen. Das überfordert die Integrationsfähigkeit dieser Bevölkerung. Wie wollen Sie es denn konkret machen? Angenommen, man geht jetzt von diesen 200.000 aus, der 200.000 naja. Und Erste darf dann nicht mehr... Es sind ja kaum noch Asylbewerber im Sinne des Grundgesetzes, das ohnehin kaum noch eine Rolle spielt. Es sind die meisten Asylbewerber nach der Europäischen Asylverfahrensrichtlinie, nach der Menschenrechtskonvention, nach der Flüchtlingskonvention. Ob die einen individuellen Asylanspruch haben, wird auch zu Recht, wie ich finde, in Frage gestellt. Das sind überwiegend andere Regeln, die wir da finden. Wir müssen sehen, dass wir das Land nicht überfordern. Und an der Stelle sind wir jetzt angekommen. Und wenn die Bürgermeister und die Landräte hier zitiert werden, wir haben die vor einem halben Jahr, Herr Klingbeil, schon bei uns eingeladen gehabt, nachdem die Bundesregierung sich hartnäckig geweigert hat, überhaupt mit der kommunalen Ebene mal Gespräche zu führen. Und da haben wir aus allen Parteien Landräte, Bürgermeister, Oberbürgermeister zu Gast gehabt, hier in Berlin im Deutschen Bundestag. Und die haben übereinstimmend gesagt, es geht nicht mehr. So, in den Schulen, es geht nicht mehr. In den Kindergärten, es geht nicht mehr. Auch in den Kindertagesstätten, überall, wo Sie hinschauen, fragen das wir mal nach, ist bei der einfach erschöpft. Meinungsforscherin, Frau Mütze, Sie wissen, was die Deutschen denken. Sie erheben das regelmäßig. Wie ist denn die Haltung der Bürgerinnen und Bürger zur Obergrenze? Zur Obergrenze ganz konkret, ja, da sehen wir natürlich auch eine Mehrheit in der Bevölkerung dahingehend, dass man sich diese Obergrenze wünscht, ganz unabhängig davon, ob das möglich ist oder nicht. Das ist ein Wunsch, den wir in der Bevölkerung sehen, der vor allem auf der Sorge begründet ist, die in der Bevölkerung einfach zunimmt, was Migration angeht. Also wir haben mittlerweile über 80% an Menschen, die sich vor Migration, mehr Migration nach Deutschland sorgen. Ich befürchte, diese Sorgen müssen wir ernst nehmen und es ist wahrscheinlich Aufgabe der Politik, diese Sorgen, ja, es ist ja nahezu ein Konsens in der Gesellschaft, also auch aus demoskopischer Sicht, über 80% sieht man selten auf Fragen. Ich würde es nur gerne da auch einen Hinweis mitgeben, die Sorge ist das eine, die Sorge geht nicht einher mit einer grundsätzlichen Ablehnung so gegen Zuzug, sondern ja. Was die Menschen sich wünschen, ist mehr Kontrolle und klare Strukturen. Und dieses Gefühl von Kontrollverlust, das ist das, was die Menschen umtreibt. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass und ein Konsens auch in der Politik unter Demokraten geschaffen wird. Weil was passiert, wenn der nicht zustande kommt, das sehen wir dann wahrscheinlich in den Wahlergebnissen mit Blick auf die AfD. Das wollen wir nachher noch vertiefen. Sprechen wir zunächst noch mal darüber, was konkret unternommen werden kann. Sie haben vorhin den Bundespräsidenten Gauck zitiert. Der hat gesagt, man müsse auch mal das Undenkbare denken. Undenkbar war bisher ja, das individuelle Recht auf Asyl einzuschränken oder gar abzuschaffen. Ist das Undenkbare für Sie jetzt denkbar angesichts der aktuellen Situation? Auch sehr klar sagen, das ist für mich als Sozialdemokrat auch mit der Geschichte, die wir als Land haben, ist das nicht etwas, was ich denken möchte und wo ich auch sage, in diese Richtung sollte sich die Debatte nicht entwickeln. Das, was wir brauchen, sind europäische Lösungen. Da sind wir jetzt kurz davor, dass wir wirklich den Knoten durchschlagen, an dem sehr, sehr lange auch gearbeitet wurde. 8 Jahre lang hat man nicht hinbekommen, eine europäische Lösung zu erreichen. Jetzt ist das in greifbarer Nähe. Mir ist wichtig, dass Deutschland eine sehr klare Position einnimmt, dass wir das auch wollen. Wir sind dabei, da gibt es Verabredungen mit den Bundesländern. Das setzen wir jetzt auch im Bundestag um, dass wir die Rückführung beschleunigen, dass wir gucken, dass die Ausländerbehörden besser ausgestattet werden, dass die Befugnisse der Polizei auch noch mal erweitert werden, was Rückführungen angeht. Und wir müssen insgesamt gucken, dass die Verfahren beschleunigt werden. Auch dafür haben wir in der Ampel gesetzlich die Grundlage geschaffen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Das sind alles Schritte, die sind vielleicht nicht so spektakulär wie die Forderung nach einer Obergrenze oder wie die Forderung, das Unmögliche zu denken, was man ja eher so auf dieser Metaebene dann irgendwie als Überschrift produzieren kann. Aber es hilft, wenn wir das in einem Kraftakt gemeinsam aus Kommunen, Ländern, Bund, wenn wir das auch in einem Kraftakt der demokratischen Parteien in diesem Land gemeinsam umsetzen. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ja so angelegt, dass dort auch mit unionsgeführten Bundesländern Kompromisse ausgearbeitet wurden. Dann wird das helfen, dass wir die Zahlen sehr schnell runterkriegen. Dann bleiben wir noch einmal bei den konkreten Schritten. Herr Nuripur, wären Sie bereit, wenigstens darüber zu diskutieren, ob man das Individualrecht auf Asyl einschränken könnte? Man kann alles diskutieren und das tun wir auch die ganze Zeit. Aber der Begründungszusammenhang war gerade ja die AfD. Und vor Angst vor den Feinden der Demokratie, Grundrechte abzuschaffen, stärkt jetzt nicht die Demokratie. Ich würde da massiv davon abraten. Ich bin selber Lars Klingbeil. Wir sollten einfach die Lösung anschauen. Und natürlich muss man darüber diskutieren. Und unsere
ausgestreckte Hand bleibt auch an die Opposition, an die demokratische Opposition, das jetzt diskutieren. Ich kann da noch nahtlos anschließen. Verfahren beschleunigen, die Kommunen unterstützen, auch mit Geld, ist ja vor dem Sommer ja auch vereinbart worden, wird ja auch weiteres auch miteinander diskutiert demnächst. Wenn ich mit Unternehmen rede vor Ort, die verstehen nicht, gerade bei dem Mangel an Leuten auf dem Arbeitsmarkt, warum es Arbeitsverbote gibt. Die Leute sollen ihren Lebensunterhalt auch selbst verdienen, wenn die es können. Das ist eine Gegebenheit und natürlich werden wir auch in Europa weiter miteinander vorankommen müssen. Und wir haben vor dem Sommer die Durchbrüche in Europa erreicht. Jetzt wird weiter verhandelt, weil einiges auch nicht im Sinne Deutschlands ist. Und dann werden wir miteinander eine Lösung hinbekommen, was die letzten Jahre ja immer ausgeblieben ist. Herr Merz, wie ist Ihre Haltung? Ich wäre anstelle der Koalition etwas zurückhaltend in der Beschreibung eines nahenden Ergebnisses aus Europa. Wenn Sie jetzt Ihren Widerstand gegen die Krisenverordnung aufgeben, Ihren Widerstand gegen die Verteilungsmechanismen aufgeben, dann kann es im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres hier eine Lösung geben. März. Ja, aber Herr Nuripo, so ist es einfach. Sie geben gerade Ihre Klischees über uns, erzählen Sie mir. Wir haben auf Parteitagen seit 7 Jahren immer die Verteilung ja beschlossen, auch weil es Deutschland was bringt. In der Krisenverordnung, in der jetzt vorliegenden Form, steht, dass wenn ein Land Krise ruft, dass die dann tatsächlich Standards aussetzen können, Registrierung aussetzen können. Das führt dazu, dass Staaten, die wir kennen, auch am Mittelmeer, die Leute einfach durchlotsen nach Deutschland. Das ist also nicht im Sinne von Deutschland. Dass der Bundeskanzler heute im Kabinett oder nach der Kabinettssitzung erklärt hat, Deutschland würde jetzt zustimmen. Der Bundeskanzler hat völlig zu Recht, und da sind wir alle im Einklang miteinander, wir reden ja die ganze Zeit miteinander, heute gesagt, dass wir natürlich wollen, dass es eine Lösung gibt. Und die jetzige Krisenverordnung, wie sie vorliegt, ist für Deutschland schlecht, für andere Staaten gut. Wir wollen das nicht. Deswegen. Das sehen andere Mitgliedstaaten anders. Ja, klar, weil diejenigen, die Leute durchjagen, ist es nochmal, wenn da steht, ein Land ruft Krise, also muss es nicht mehr registrieren, heißt das, die Leute sollen nach Deutschland. Das ist ja nicht die Folge der Krisenverordnung. Doch, das steht da drin. Dann sollten wir es lesen zusammen vielleicht mal. Aber das wird verändert. Das ist das Normalste auf der Welt, dass auf europäischer Ebene verhandelt wird. Der Bundeskanzler hat heute gesagt, dass wir natürlich am Ende eine Gesamtlösung wollen für die gesamte Reform. Dazu gehört auch eine Krisenverordnung, die für Deutschland gut ist. Und diese wird jetzt verhandelt. Und es ist und das gut. Soll bis morgen gelingen, denn morgen tagen ja die EU in Die tagen in ja laufen. Ob es bis morgen gelingt, weiß ich nicht. Aber wir werden sehr bald miteinander zum Ergebnis kommen. Und danach gibt es ja keine Lösung. Das geht ja dann in den sogenannten Trilog, heißt Kommission, Rat und Europaparlament werden sich drüber beugen. Und im Parlament gibt es auch Vorstellungen, sodass wir hoffen, dass wir dieses Jahr am Ende des Jahres auf alle Fälle die eine europäische Lösung haben, von der seit 2015 gesprochen wird, und die Ampel kriegt es jetzt am Ende hin. Wenn ich Herrn Nuripo jetzt zuhöre, Herr Klingbeil, dann klingt das für mich nicht so, als sei das Machtwort des Kanzlers auf fruchtbare Ohren gefallen. Nee. Doch, das habe ich gerade genauso gehört. Und na, wenn Sie sagen, es wird morgen noch nicht klappen. Es gibt kein Machtwort, wir sind uns einig. Die Dimension, eine europäische Lösung hinzubekommen, ist das, was wir seit Jahren in der Politik hier in Deutschland fordern, wo wir immer wieder sagen, das ist das Wichtigste, eine europäische Lösung, den Solidaritätsmechanismus plus übrigens auch die Frage der Verfahren an den Außengrenzen für Gruppen mit einem bestimmten Schutzstatus. Jetzt sind wir in greifbarer Nähe. Und der Kanzler hat heute klar gemacht, dass das nicht an Deutschland scheitern wird. Wir sind dafür, dass das kommt. Wir werben dafür. Wir bringen uns da aktiv ein. Das ist das, was der Kanzler gesagt hat. Und das gilt für die ganze Koalition. Herr Nuripo, aber bei Ihnen klingt das so, als hätte man alle Zeit der Welt, bis man dann irgendwann einen Kompromiss gefunden hat. Nein, man hat ja gerade ein sehr konkretes Problem. Verzeihung, wollte Sie nicht unterbrechen. Aber Sie haben völlig recht, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Und es soll und braucht eine dringende Lösung. Die Krisenverordnung hat Passagen, die sowas sind wie eine Dynamitstange hinter alle Regularien, die in der restlichen Reform stehen. Die Grenzverfahren, über die wir sprechen, die Frage der Registrierung, all das wird gebraucht. Und zwar für alle und allen voran, ehrlich gesagt, für Deutschland, weil die Staaten, die nicht registrieren, die lassen die Leute einfach durch. Und die landen bei uns. Und das ist eine Mehrbelastung für die Kommunen. Und deshalb braucht es eine Veränderung an dieser Stelle. Und das wissen wir alle. Und alle in der Koalition sind sich einig. Und deshalb wird gesprochen in Europa. Okay, aber dann noch mal im Klartext. Morgen gibt es also ein deutsches Veto erstmal gegen dieses neue gemeinsame. Nein, morgen gibt es hoffentlich neue Texte. Und dann wird verhandelt. Das ist noch mal, so funktioniert die Europäische Union schon immer, dass man permanent Texte miteinander austauscht. Ist ja auch kompliziert. 27 Mitgliedstaaten mit 27 verschiedenen Koalitionsregierungen. Und am Ende wird man zusammenkommen. Aber es ist auch schon interessant, dass ausgerechnet das Land, das offenbar am meisten unter dieser Flüchtlingssituation gerade leidet und ächzt, gerade die Reformfortschritte blockiert, oder? Nein, das sind eben keine Fortschritte. Die Art von Krisenverordnung, nochmal, wenn die Krisenverordnung sagt, es wird nicht registriert, es wird einfach jeder durchgeschleust, die Grenzverfahren werden einfach komplett ausgesetzt oder werden massiv reduziert, dann ist es gerade für Deutschland eine Chaosverordnung. Und das können wir doch nicht wollen. Herr Merz. Na, das ist also die Erzählung, die Frau Baerbock hier schon seit mehreren Tagen im Text, Artikel 3, in Berlin verbreitet. Lassen Sie uns mal
weggehen von der europäischen Ebene. Ich sage nur noch mal, der europäische Erfolg wird Zeit brauchen. Die Verfahren in Europa sind, wie sie sind. Das wissen wir beide aus eigenem Erfahren und eigenem Erleben. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf die nationale Ebene konzentrieren. Und wir haben hier ein paar Themen, über die wir reden müssen. Ich sage es Ihnen mal ganz einfach. Der Leistungsbezug für die Asylbewerber hier in Deutschland gehört auf den Prüfstand. Wir haben 300.000 ausreisepflichtige Asylbewerber, die hier in Deutschland sich aufhalten. Und für die ändert sich praktisch nichts. Die kriegen einen Bescheid, dass sie ausreisepflichtig sind. Sie machen es einfach nicht und sie beziehen weiter Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und wenn sie lange genug da sind, Bürgergeld. Anders als in Frankreich zum Beispiel. Anders als in Frankreich, anders als in einer sozialdemokratischen Regierung in Dänemark. Wir müssen über die Pull-Faktoren sprechen, die hier in Deutschland wirken. Wir haben massive Faktoren, die dazu führen, dass über 30% der Asylbewerber aus ganz Europa nach Deutschland kommen. So, und darüber müssen wir reden. Nur da ist die Koalition tief zerstritten. Es gibt einige sehr vernünftige Kollegen dort, die sagen, ja, das ist ein Thema. Aber bei den Grünen wird ja bestritten, dass es überhaupt das Problem gibt. Sie bestreiten ja, dass es Pull-Faktoren gibt. Es gibt diese Pull-Faktoren und zwar ganz massiv, weil natürlich die Standards hier so sind, wie sie sind. Bevor wir jetzt ganz konkret über die Pull-Faktoren sprechen, würde mich einmal interessieren von Frau Mütze, diese verschiedenen Maßnahmen, die ja jetzt schon angeklungen sind. Wie sehen die Deutschen das? Was wünscht sich die Bevölkerung nach ihren Umfragen? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Sorge vor Migration ist größer geworden dieses Jahr. Das hat viel mit der gesamtgesellschaftlichen Lage auch zu tun. Die Deutschen sind angespannter, sie machen sich generell mehr Sorgen um die Zukunft. Und das Thema Migration ist einfach ein Reizthema für viele geworden. Mehr als 80% machen sich Sorgen. Wenn wir fragen, was sie sich eigentlich wünschen, dann sehen wir deutliche Mehrheiten für eine Veränderung des Asylrechts. Wir sehen deutliche Mehrheiten für schnellere Verfahren. Auch das sehen wir und für härteres Durchgreifen eben auf allen Ebenen. Das Problem, wie sieht es bei Abschiebungen aus? Ja, auch da sehen wir eine Mehrheit von über 70% in der Bevölkerung, die das befürworten würde. Also hier auch ein härteres Durchgreifen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir mittlerweile die stärkste Kompetenz oder die Partei, der die größte Kompetenz in Sachen Migrationspolitik zugeordnet wird, das ist die AfD. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass es den Menschen gar nicht so sehr um die einzelnen Forderungen geht, sondern um das Gefühl, man ist sich hier nicht einig unter Demokraten. Man findet hier den Konsens nicht schnell genug. Ich glaube, da kann ich Ihnen recht geben. Es hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun, mit dem Gefühl, wir sind jetzt überfordert. Und egal, was der Konsens dann da sein wird, ich glaube, es braucht diese Vision, die auch für den Menschen da draußen verständlich ist. Herr Merz hat gerade den Blick schon auf Frankreich gerichtet. Lassen Sie uns auf ein anderes europäisches Nachbarland gucken, nämlich auf Österreich. Die wollen Asylbewerber jetzt schon während des Asylverfahrens zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Und wer das ablehnt, der soll weniger oder keine Grundversorgung mehr erhalten. Herr Klingbeil, halten Sie dieses Modell auch für Deutschland denkbar? Ich will da gleich was zu sagen, aber wir sind an der einen Stelle, weil Herr Merz jetzt gesagt hat, wir gehen jetzt mal ganz schnell von der europäischen Ebene weg. Ich will da einen Punkt wenigstens noch mal zu sagen. Ja, Frau Meloni ist in Italien vor einem Jahr mit den krassesten Sprüchen über Migrationspolitik gewählt worden. Und wir sehen, dass die Probleme in Italien sich seitdem verschärft haben. Jetzt wird auch nach Hilfe in Deutschland gerufen. Und das zeigt nochmal, und das will ich einfach ins Bewusstsein rufen, ich teile total, was gerade gesagt wurde. Wir müssen schnell sein, wir müssen besser werden. Das sage ich auch selbstkritisch. Ja, wir müssen die Probleme lösen. Ich bin dafür, dass wir das ohne Schaum vor dem Mund tun, in einem breiten demokratischen Konsens, in der Mitte auch des Parlaments. Aber wir werden diese Debatte nicht gewinnen, wenn wir das populistisch tun. Das ist meine feste Überzeugung. Jetzt komme ich zu der Frage, die Sie gestellt haben. Ich denke in diesen Tagen auch sehr viel drüber nach. Es gibt diese Ideen auch in der Sozialdemokratie, dass man über die Frage gemeinnütziger Arbeit nachdenkt. Ich will jetzt keine finale Aussage treffen, aber das sind Dinge, wo wir auch gesprächsbereit sind, genau über diese Fragen zu reden. Was aber der eigentliche Punkt in den nationalen Verfahren sein muss, ist, dass die Menschen innerhalb von wenigen Wochen wissen, ob sie hier bleiben können oder nicht. Und wenn sie hier nicht bleiben können, dann müssen sie gehen. Und das ist etwas, was Bund und Länder gemeinsam hinkriegen müssen. Ich kenne aus meinem Wahlkreis Fälle, wo Menschen 8, 9, 10, 12 Monate hier sind und nicht klar ist, ob sie gehen müssen oder ob sie bleiben können. Und damit verlieren wir Zeit. Und das muss schneller werden. Und deswegen ist in dem Regelungspaket, was Nancy Faeser demnächst ja vorlegen wird, auch zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, die Stärkung der Ausländerbehörden, aber auch die Frage, ob in den Flüchtlingsunterkünften, wenn man dort abschieben will und versucht dort als Polizei die Flüchtlinge aufzufinden und die gehen einen Raum weiter, dann ist es schwierig für die Polizei dort durchzugreifen. Ich frage mich, warum das in den letzten 16 Jahren niemand geändert hat. Aber das werden wir jetzt tun und werden auch die Befugnisse der Polizei ausweiten. Und das hilft, dass die Rückführungen, die jetzt ja schon um 27% gestiegen sind im ersten Halbjahr,
dass die auch noch weiter ausgeweitet werden. Was den europäischen Vergleich angeht, will ich Sie doch nicht so schnell davonkommen lassen. Sie haben gesagt, in Italien gab es populistische Töne, es hätte sich aber nichts geändert. In Österreich hat sich sehr viel geändert. Da ist die Zahl der Asylanträge in den ersten 8 Monaten dieses Jahres um 40% gesunken, weil da ein ganzes Paket von Maßnahmen beschlossen worden ist. Mehr Abschiebungen, schnellere Asylverfahren, besserer Grenzschutz, zum Beispiel mit 300 Überwachungsdrohnen. Herr Nuripur, warum kriegt Deutschland das nicht hin? Einmal, weil wir 560 Ausländerbehörden haben, von denen eine dreistellige Zahl nicht digitalisiert ist, was völlig verrückt ist. Also, was übrigens 2015, 16 schon angeschoben wurde. Ja, das ist damals schon angeschoben worden. Und das war nicht Nancy Faeser, die damals Ministerin war. Und das ist einfach nicht passiert. Wir haben relativ viele solche Verwaltungsstaus, bei denen einfach wir nicht schnell genug sind. Das ist nicht nur im Migrationsbereich so. Das sieht man in ganz vielen Fragen. Deshalb Deutschland packt, damit wir bei den ganzen, der Deutschland packt, damit wir einfach schneller werden in allem. Die Antragsverfahren sind schlicht zu lang in diesem Land. Gleichzeitig ist es so, dass wir beispielsweise im Falle von Österreich, ich will es jetzt mal von selbst ansprechen, wir haben ja zum Beispiel die Debatte um Grenzkontrollen zu Polen, die ganze Debatte haben, ob stationäre Kontrollen was bringen. Und ehrlich gesagt, im Falle von Österreich sieht man, dass nicht da, wo der Checkpoint ist, an der Grenze tatsächlich die Relevanz besteht, sondern dass die mobilen Kontrollen im Hinterland relevant sind. Und wenn wir über solche Dinge, kann man natürlich auch schauen, dass man da miteinander schneller vorankommt. Wir haben aber am Ende des Tages eine Balance immer wieder hinzubekommen. Und die ist auf der einen Seite zu schauen, wie man steuert, auf der anderen Seite natürlich auch die Freizügigkeit im Binnenmarkt, also dass Lieferketten hier gut weiter funktionieren in alle Richtungen, dass Güterverkehr einfach gut an den Grenzen läuft, dass wir das nicht strangulieren mit Maßnahmen, die einfach völlig überzogen sind. Und da müssen wir das alles miteinander in Einklang bringen. Also diese Grenzkontrollen in Österreich, Herr Nuripur, haben allein in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 4.000 illegale Einreisen verhindert. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Kein großer, aber ein kleiner. Ich mache mir auch über Grenzkontrollen keine Illusionen. Das ist ein kleiner Baustein in einem größeren Bild, das wir brauchen, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt will ich Ihnen mal ein Beispiel sagen. Sie sprechen mit den Ministerpräsidenten, also der Bundeskanzler spricht mit den Ministerpräsidenten über dieses Thema. Einmal im Dezember des letzten Jahres, einmal im Mai diesen Jahres. Die verabreden ein ganzes Maßnahmenpaket. Davon ist nichts bis jetzt umgesetzt. Wir haben ein konkretes Thema in den Deutschen Bundestag eingebracht. Verlängerung des Abschiebegewahrsams von 10 Tage auf 29, sodass man die Leute in die Abschiebehaft nehmen kann, um sie dann auch wirklich außer Landes zu bringen. Abgelehnt von Ihnen, in namentlicher Abstimmung. Sie beide auch. Haben Sie beide abgelehnt. Ja? So, das heißt also, wir reden hier seit Monaten mit der Koalition. Ich habe den Bundeskanzler, heute vor 3 Wochen hat er den Deutschlandpakt im Bundestag angesprochen. Ist jetzt 22 Tage her. Wir haben am Tag danach über diese Frage miteinander geredet. Keine Reaktion. Also wenn das Deutschland-Tempo ist, was Sie hier gerade machen, dann werden wir mit dem Thema noch ziemlich lange beschäftigt sein. Das geht so. Würde ich gerne zwei. Also ich will auch aus der Debatte, wäre mein Interesse zumindest, Schärfe rausnehmen. Aber Herr Merz, Sie wissen, dass es die Einigung der Ministerpräsidenten gibt und dass auch Frau Faeser als Bundesinnenministerin den Sommer über gemeinsam mit den Landesinnenministern genau an der Frage gearbeitet hat, wie das Gesetzespaket, das wir jetzt als Ampel im Herbst einbringen werden, wo genau diese ganzen Dinge drin sind. Auch übrigens die Frage der Abschiebehaft, die Frage der Ausländerbehörden, die Frage der Befugnisse der Polizei, um Abschiebung zu verbessern. Alles ist da drin. Aber das musste doch gemeinsam über den Sommer erarbeitet werden. Das Zweite ist, dass im Deutschlandpakt auch gerade die Abstimmungsprozesse mit den Ländern natürlich laufen, wie Verfahren beschleunigt werden können. Da arbeitet das Kanzleramt gerade mit Hochdruck dran. Das ist etwas, wo die Abstimmungsprozesse auch mit den Ländern laufen. Also insofern würde ich jetzt vielleicht an der Stelle sagen, vielleicht häufiger mal mit den Unionsministerpräsidenten abstimmen an dieser Stelle. Tue ich häufig. Dann würden die Ihnen auch bestätigen, da bin ich mir sehr sicher, dass aus den Ankündigungen des Bundeskanzlers im Bundestag gerade ganz konkrete Verabredungen zwischen dem Bund und den Ländern erfolgen, die am Ende dazu führen, dass Verfahren hier schneller werden und dass wir das gemeinsame Ziel, nochmal, ich glaube, das eint uns ja, dass wir sagen, wir wollen die Lage hier im Land entspannen, wir wollen die Zahlen runterkriegen, dass genau das umgesetzt wird. Klingbeil, diese Ministerpräsidenten der Union waren mit mir zusammen am Montagmorgen hier in Berlin. Und da hat keiner von irgendwelchen Fortschritten berichtet. Keiner. Und zwar nicht, weil sie böswillig sind, sondern weil sie einfach gesagt haben, da ist über den Sommer nichts geschehen. Und die Innenminister sagen das Gleiche. Also wenn es besser wird, à la bonne heure. Komplett andere Informationen, aber also, ich bin ja gespannt. Dann fragen wir nach, nicht nur wie die Ministerpräsidenten. Machen wir in 4 Wochen die nächste Runde. Herbst aber übrigens jetzt. Ja. Ist jetzt Herbst. Ne? Machen wir in 4 Wochen die nächste Runde und gucken uns an, was bis dahin gelaufen ist. Aber gucken wir auch schon heute mal drauf, nicht nur was die Ministerpräsidenten wahrnehmen, sondern auch die Menschen in Deutschland. Wie ist denn der Blick auf die Ampelkoalition, was die Bewältigung der Migrationskrise betrifft?
Ja, das Zeugnis fällt nicht besonders positiv aus. Ich habe die Gründe ja gerade schon genannt. Den Menschen geht es in Anführungszeichen nicht schnell genug. Und ihnen fehlt vor allem, glaube ich, das Verständnis oder die Sichtbarkeit eines gemeinsamen Pfades, der hier bestritten wird. Das greift aber nicht nur in Richtung Ampel, sondern das geht natürlich auch in Richtung Oppositionspartei, CDU, CSU, weil die führen ja momentan auch nicht das Kompetenzranking in Sachen Migration an. Also ich glaube, das, was auch schon gesagt wurde, dass der Populismus aus der Diskussion rausgenommen werden muss, dass man irgendwie einmal auf einer verständlichen Ebene die Vision erklärt, wo man eigentlich hin möchte als Land. Und als Unternehmerin würde ich auch immer sagen, aufpassen, dass wir nicht als fremdenfeindlich assoziiert werden als Land. Ich als Unternehmerin habe, glaube ich, über 15 Nationalitäten in meiner Firma. Wir müssen auch aufpassen, dass wir für Fachkräfte nicht noch unattraktiver werden als Land. Aber diese Vision auf oberster Ebene, ich glaube, die fehlt. Und da würde es wirklich gut tun, wenn auch nicht nur die Ampel da allein in Verantwortung gesehen wird, sondern man vielleicht auch zwischen Ampel und Union da vielleicht eine gemeinsame Linie finden würde, die gerade mit Blick auf die Wahlen, die wir nächstes Jahr vor uns haben, uns sicherlich helfen wird. Das ist übrigens ein Punkt, wenn ich den Ball direkt mal aufgreifen darf, der mir große Sorgen macht bei den Problemen, die wir lösen müssen. Wir müssen aufpassen, wie man über das Thema der Migration redet. Weil wir haben jetzt, bin ich auch sehr stolz drauf, wir haben die Gesetze so geändert, dass klar wird, Deutschland braucht Fachkräfte, wir brauchen die Zuwanderung. Es ist ein Einwanderungsland, wir haben die Dinge jetzt auf den Weg gebracht und gut geregelt. Das wird helfen, dieses Land stark zu halten, aber die Bedingung dafür ist, dass die Menschen nur wirklich kommen. Und ich glaube, dass vieles, was auch an Debatten gerade aus Deutschland in die Welt gespiegelt wird, am Ende auch Menschen verschreckt, die wir hier eigentlich dringend als Fachkräfte bräuchten. Was die Wahrnehmung der Ampel betrifft, die Zahlen von Frau Mütze sprechen eine klare Sprache. 82% der Deutschen finden, dass die Ampel nicht angemessen auf die steigenden Flüchtlingszahlen reagiert. Und auch wenn man sie jetzt hört, dann hört man immer ganz viel, warum bestimmte Maßnahmen nicht in Frage kommen. Können Sie nachvollziehen, dass viele Deutsche das Gefühl haben, die Regierung unternimmt nichts, um die Lage zu verbessern? Wir haben jetzt einmal dieses Buzzword Obergrenze uns angeguckt. Also es gibt eine Reihe von Vorschlägen aus der Union, wo ich erzählen kann, warum es nicht funktioniert. Österreich unterhalten. Ja, wir haben auch gleich alle beide ja gesagt, Anträge straffen, den Kommunen beistehen, deutlich schneller werden, eine europäische Lösung finden. Und nochmal, bei dieser Frage sind wir so weit, wie wir es die letzten 8 Jahre nicht waren. Bei der europäischen Lösung nochmal, für wann erwarten Sie die denn konkret? Die europäische Lösung wird im Rat sehr bald kommen und dann gibt es aber den Trilog. Friedrich Merz hat an der Stelle völlig recht. Es ist normal, dass es da dauert und es wird bis Ende dieses Jahres eine Lösung geben. Nochmal, das ist etwas, was 2015, 16, 17, 18 immer postuliert wurde und keiner hat geglaubt, dass es kommen kann. Und jetzt sind wir so weit. Jetzt kriegen wir das sehr bald miteinander hin. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich kann nur davor warnen, so zu tun, als gäbe es die eine Maßnahme, die man ergreift, und dann gibt es eine Lösung. Die wird es in der Geschwindigkeit nicht geben und nicht geben können. Auch weil zum Beispiel die Ausländerbehörden nicht digitalisiert geworden sind, was eigentlich zum Weinen ist. Und dementsprechend, wir sind mit Hochdruck an all dem, was notwendig ist, dass man nicht über jede einzelne Maßnahme tatsächlich sich einig ist. Miteinander, alle hier am Tisch, ist normal, gerade bei der Größe der Aufgabe. Es wäre uns echt, würde uns allen und vor allem dem Land und dem Diskurs gut tun, wenn wir uns alle gegenseitig bescheinigen, wir wollen das Beste und streiten, wie wir am besten dahin kommen. Ich glaube, das ist auch bei diesem Thema hoch notwendig. Ich meine, das ist das, was wir in der Debatte auch gemeinsam vertreten müssen, wie ich finde. Es gibt nicht die eine Zaubermaßnahme, die wir morgen im Bundestag beschließen könnten und die dann übermorgen dafür sorgt, dass die Zahlen drastisch runtergegangen sind. So, und jetzt haben Sie gerade gesagt, wir sagen immer nur, was nicht geht. Aber ich finde ehrlicherweise, dass es jetzt schon so viele Punkte waren, die Herr Nouripour und ich aufgezählt haben, die gerade tatsächlich entweder in der Verabredung der Ampel oder in der Verabredung mit den 16 Bundesländern umgesetzt werden. Aber auch die sind natürlich, wenn sie montags beschlossen werden, ist nicht so, dass die am Mittwoch schon ihre komplette Wirkung entfalten. Aber es sind Schritte, die wir gerade gehen, die dazu führen, dass Zahlen runtergehen. Ich bin für jede Debatte offen. Aber ich glaube nicht, dass es die eine Idee gibt, die man auf den Tisch legen kann und sagen kann, damit ist morgen alles anders, als es heute der Fall ist. Und wenn, das sind das Maßnahmen, wo ich auch sage, die stellen vielleicht die Identität dieses Landes so in Frage, dass ich das nicht will. Wir haben jetzt wochenlang über die Frage stationäre Grenzkontrollen, auch nach Polen. Nancy Faeser, wie ich finde, hat jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Wir sehen, dass mittlerweile jeder vierte Flüchtling auch über Schleuser hierher kommt, dass die polnische Grenze dabei eine große Rolle spielt. Aber wir erleben doch jetzt die letzten Tage schon wieder, nachdem das entschieden wurde und vorbereitet wird, dass es medial genau in die andere Richtung läuft. Dass jetzt die Unternehmen kommen, sagen, passt aber auf, dass ihr die Grenzen nicht zumacht, guckt, dass ihr Europa da nicht verändert. Und das ist ja auch völlig okay, dass in einer Demokratie solche Abwägungsprozesse laufen. Aber wir müssen eine Klarheit, eine Schnelligkeit, aber ich finde auch
eine Sachlichkeit in die Debatte reinbekommt, die genau auf diesen Populismus, wie er manchmal doch wieder durchblitzt, an der einen oder anderen Stelle verzichtet. Bei dem Thema haben wir einen Konsens gefunden. Wir haben stationäre Grenzkontrollen abgelehnt, weil wir Grüne das irgendwie per se falsch finden und das am Schreibtisch erfunden haben, sondern weil die Gewerkschaft der Polizei uns seit Jahren sagt, das ist eine riesige Belastung, die sie da erfahren, weil die einfach das Personal dafür nicht haben beispielsweise und noch vieles andere mehr. Jetzt gibt es eine Lösung und diese Lösung braucht es an bestimmten Stellen temporär. Auch deswegen, weil wir eine polnische Regierung haben, die nicht bereit ist, den Visa-Skandal, von dem wir nicht wissen, ob 100 Visa oder 350.000 Visa einfach so irgendwohin verkauft worden sind, aufzuarbeiten, weil die im Wahlkampf stecken und den Kopf einfach tief in den Sand stecken. Und dementsprechend, wenn das dazu beiträgt, dass dort auch aufgeklärt wird und dass das gestoppt wird in Polen, dann sei es so. Und dementsprechend, ich kann nur wirklich bitten, dass wir einfach miteinander sprechen. Nicht jede Idee, die ich habe, ist aus Gold. Nicht jede Idee, die Herr Merz hat, ist quasi mit Weisheit versehen. Aber am Ende uns gegenseitig nicht bescheinigen, dass wir jetzt schlechte Absichten haben, sondern einfach die Lösungen nach vorne stellen, ist das Gebot. Und da gibt es viele Ideen, die ich nicht richtig finde und andersrum. Aber am Ende werden wir nur das Ganze. Sie machen es uns ja nun auch in der ganzen Debatte nicht gerade leicht. Wir haben die letzte Bundestagsdebatte am Freitagmorgen der letzten Woche gehabt. Da haben Sie, Ihre Redner aus der Koalition und Frau Faeser alle die Grenzkontrollen abgelehnt. Dann sind wir ins Wochenende gefahren und haben am Freitagnachmittag über die Medien erfahren, dass Sie es jetzt plötzlich doch für richtig halten. So, ich sag mal, wie sollen wir uns denn auf eine solche Politik einlassen bei Ihnen, wenn das morgens so rum und nachmittags so rum geht und am Montag wieder andersrum? Aber Lars hat ja gerade... Ja, Lars hat, ist ja alles ganz gut und schön, was Sie hier sagen, aber Sie sind beide nicht in der Regierung. Diese Bundesregierung hat keine Lösung für dieses Problem. Angeblich hat der Bundeskanzler heute ein Machtwort gesprochen, jetzt verlassen Sie sich auf Europa. In Ordnung. Nur wir müssen über die, ich sag's, wiederhol's nochmal, wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es. Und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Und solange wir das nicht ändern, auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Sorry, wenn ich Ihnen das mal so ein bisschen deutlich sage. Es geht so nicht weiter. Genau, das meine ich. Wenn wir einander die ganze Zeit bescheinigen, dass wir das Abendland zerstören, kommen wir nicht weiter. Bis jetzt ist es aber Beispiele. So. Herr Klingbeil hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, wie kompliziert das ist und dass Wirtschaft, Tourismus und wer auch immer sagt, dass man keine stationären Grenzkontrollen zu Polen machen kann. Gleichzeitig haben wir bei Grenzkontrollen immer die Notwendigkeit, gerade in der Europäischen Union, dass man die andere Seite mit berücksichtigt. Es ist extrem kompliziert zurzeit mit der polnischen Regierung. Deshalb hat Nancy Faeser in der Bundesregierung abgestimmt, dass es jetzt die mobilen Kontrollen gibt. Das ist eine gute Maßnahme, die temporär. Warum haben wir das am Freitagmorgen von ihr nicht erfahren? Sie hat das Freitag verkündet. Ja, nachmittags, als Sie schon auf dem Weg ins Wochenende waren. Warum diskutieren wir sowas? Schön wäre es gewesen. Ich will noch ein zweites sagen. Bei der Frage von der ganzen Frage von Sozialleistungen beispielsweise. Der Vorschlag der Union, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dann jeweils Sachleistungen. Erstens ist es rechtlich ja jetzt schon möglich. Jede Kommune kann das selber entscheiden. Zweitens, egal mit wem ich rede, egal welche Farbe, Landrat, Oberbürgermeisterin, sie sagen, liebe Leute, mir fehlt es an Personal in den Kindergärten, in den Schulen, in der Verwaltung. Wenn ich jetzt auch noch Leute abbestellen muss, die das Zeug einkaufen, lagern und am Ende verteilen, wo sollen die denn herkommen? Wir sollten ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei den Machbarkeiten. Ich habe eine Bitte, weil Herr Merz, Sie haben gerade dieses Bild bedient von denen, die gerade die Arzttermine kriegen, sich die Zähne machen lassen und dann sitzen die deutschen Bürger daneben und sagen... Ja, wenn Sie in Ihrem Wahlkreis unterwegs sind, Herr Klingbeil, dann hören Sie genau dasselbe. Ich habe sehr offen hier vorne davon geredet, dass wir diese Herausforderungen haben und dass ich auch merke, wie viele in diesem Land auch nicht mehr können. Mhm. Leute, die 2015, die letztes Jahr, als die Ukrainerinnen und Ukrainer hergekommen sind, hilfsbereit waren. Aber ich glaube, diese Bilder, die Sie gerade zeichnen, die tragen dazu bei, dass am Ende die stärker werden, die wir nicht stark haben wollen in diesem Land. Wir müssen die Probleme klären. Da verweigere ich mich auch nicht. Da bin ich an der Spitze mit derjenigen, die sagt, wir müssen es. Aber das, was Henrik Wüst am Wochenende gesagt hat, lasst uns populistische Töne rausnehmen aus der Debatte. Da bitte ich einfach darum, dass wir als demokratische Parteien genau diesen Weg. Aber dann schauen wir uns doch mal an, wie es zum Beispiel in Dänemark gelungen ist, die Stimmen der Rechtspopulisten zu reduzieren. Da ist ja die Partei der Rechtspopulisten von 21% auf 2,6% innerhalb von 8 Jahren geschrumpft worden, weil man eine sehr restriktive
Immigrationspolitik gewählt hat. Ich mache das mal an drei Beispielen fest. Dänische Grenzer dürfen Asylbewerbern Wertgegenstände wie Schmuck im Wert von ca. 1.300 Euro abnehmen, damit der Aufenthalt mitfinanziert werden kann. Geldzahlungen wurden verringert und der Familiennachzug erschwert. Also man setzt ganz klar auf Abschreckung. Warum lernen Sie denn nicht von Ihrer dänischen Schwesterpartei, Herr Klingbeil? Also ich, das ist ja eine der häufigsten Fragen, die mir jetzt gerade gestellt wird. Dänemark ist ein ganz anderes Land als Deutschland. Dänemark hat zwei Nachbarländer, wir haben viel mehr. Deutschland ist, da haben wir gerade vielfältig drüber geredet, Deutschland ist ein starkes Land, wo viele auch sagen, da wollen sie hin. Ja, das, so und deswegen können wir nicht die Schablone Dänemark auf unsere legen. Wir müssen unsere eigenen Wege finden. Und der deutsche Weg, den ich für richtig halte, ist, dass wir auf der einen Seite für Fachkräftezuwanderung sorgen, damit die gesetzlichen Maßnahmen für geschaffen, dass wir dann Klarheit haben. Wir sind ein humanitäres Land. Wenn Leute vor Krieg und Vertreibung fliehen, dann haben wir weiter ein humanitäres Gebaren und zeigen das auch. Und das Dritte ist, wenn Leute aus anderen Gründen herkommen, dann muss sehr schnell geklärt werden, können sie hier bleiben oder nicht. Und da müssen wir besser werden. Da muss schneller integriert werden, wenn sie hier bleiben. Es muss schneller auch der Arbeitsmarkt geöffnet werden. Ich glaube, dass wir da noch viel zu zögerlich sind. Der Arbeitsmarkt ist etwas, wo man die deutsche Sprache sehr schnell erlernen kann. Da muss man nicht immer die Zertifikate haben. Da müssen wir noch viel mutiger werden auch und den Arbeitgebern mal vertrauen, dass sie das gut hinkriegen. Und am Ende geht es aber auch darum, dass die, die nicht hierbleiben können, sehr schnell wieder gehen. Das ist der Weg, den ich hier gehen will. Aber wir können nicht Dänemark auf Deutschland übertragen. Herr Merz, wie sehen Sie das? Naja, also richtig ist, dass Dänemark natürlich als kleines Land mit viel weniger Außengrenzen, viel weniger europäischen Binnengrenzen leichter solche Probleme zentral lösen kann. Das ist ohne Zweifel richtig. Nur wir haben uns ja in Deutschland jahrelang vor dieser Diskussion gedrückt. Ich sage das auch mal für meine Partei. Die Tatsache, dass wir in den Umfragen auch nicht so besonders gut dastehen, auch im Hinblick auf diese Frage, hängt natürlich damit zusammen, dass unverändert viele Leute sagen, ihr habt das ja 2015 bis 2018 auch nicht gelöst. So. Und das Thema Flüchtlinge wird an dieser Stelle mit uns genauso verbunden wie mit der jetzigen Regierung. Deswegen hat ja auch meine Vorgängerin im Amt, Annegret Kramp-Karrenbauer, das schon mal in einem internen Prozess in der Partei aufgearbeitet, mit der klaren Botschaft, das darf sich nicht wiederholen. Und das, finde ich, ist genau der richtige Satz. Das darf sich nicht wiederholen. Wir haben aus den Versäumnissen der Jahre 15 bis 18 heute die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. So, und deswegen vertrete ich hier auch Positionen, die in der gesamten Union richtig gehalten werden, dass wir hier jetzt wirklich anders vorgehen müssen, als wir das schon mal getan haben. Und übrigens, die Partei, die hier wie ein weißer Elefant ständig im Raum steht, lag im August 2018 schon mal bei 18%. Und in dem Augenblick, wo die Zahlen wieder unter 200.000 waren, war es deutlich unter 10. Und sie haben dann letztendlich auch keine große Rolle mehr gespielt. Jetzt sind sie da oben. Und in dem Augenblick, wo wir dieses Problem lösen, geht das auch wieder runter. So, also wir müssen dieses Problem lösen. Und ich will das noch mal ausdrücklich sagen. Ich habe es im Bundeskanzler gesagt, ich habe es im Bundestag gesagt, wiederhole es hier. Wir sind selbstverständlich bereit, hier auch zu Lösungen beizutragen. Aber da muss die Regierung zunächst einmal unter sich eins sein. Wenn sie das ist, okay, prima, dann lassen Sie uns diesen Weg gehen. Das muss dann aber auch zügig gehen, damit es wirklich gelöst wird. Frau Mütz hat mir gerade einen etwas skeptischen Blick zugeworfen, als Sie sagten, dass die Umfragezahlen der AfD so monokausal mit den Migrationszahlen zusammenhängen. So genau, ich glaube, die direkte Korrelation zwischen den 200.000 oder plus 1, minus 1 zu den AfD-Wahlergebnissen, die lässt sich vielleicht so direkt nicht zuordnen. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass die gefühlte Handlungsunfähigkeit der Regierenden, jetzt auch in der Vorgängerregierung, dass das eben sicherlich auch zu Wut führt und diese Wut sich auch in den Wahlergebnissen bei der AfD niederschlagen kann. Ich glaube, so ein Beispiel wie in Dänemark, das zeigt ganz plastisch, dass ein solcher Vorstoß mit einer klaren Linie, einer Linie, die die Bevölkerung versteht, mit so ganz plastischen Themen wie es werden Wertgegenstände weggenommen, die sicherlich nicht signifikant zum Staatshaushalt beitragen. Aber ich glaube, das sind so Punkte, die die Bevölkerung versteht. Und was wir in Dänemark gesehen haben, ist, das ist eine Position, die ja aus der Sozialdemokratie kam. Also auch das bietet sich ja manchmal an, wenn das eben nicht von den Parteien kommt, die schon als rechts oder konservativ wahrgenommen werden. Also das ist sicherlich was, was vielleicht die Ampelregierung aktuell auch eine Möglichkeit hätte, eine Linie im Rahmen des Konsenses, den wir in der Gesellschaft sehen, den wir aber vielleicht auch, es gibt ja ein paar Schnittmengen auch, den wir vielleicht auch unter den politisch Aktiven sehen, wenn das gezeichnet wird. Was spricht dagegen, Herr Klingbeil? Also ich stelle mir gerade vor, wie man zum Beispiel im letzten Jahr den Flüchtlingen aus der Ukraine die Sachgegenstände abgenommen hat. Ich stelle mir das einfach nur vor. Nein, aber um die geht es doch nicht. Aber um wen? Also dann fangen wir jetzt an, Flüchtlinge zu unterteilen. Aber ja, natürlich. Die Frage der Sachleistung ist eine, wo ich total offen bin in der Debatte. Aber um in Nuripur hat es angesprochen, die Länder können das schon heute tun.
Kommunen können das tun. Da, wo ich mit Ländern und Kommunen gerade rede, sagen sie, sie machen es nicht, weil es zu bürokratisch ist, weil wir es am Ende nicht wollen. Aber das ist eine Debatte, bin ich total offen. Also da gibt es von mir überhaupt kein Nein, bin ich grundsätzlich dagegen, kann man was auf Bundesebene regeln, habe ich eine totale Offenheit, wenn es dann hilft. Aber ich glaube am Ende nochmal, und da bin ich fest überzeugt, hilft, wenn wir in den Verfahren schneller werden. Weil es ist doch, wenn sich jemand auf den Weg gemacht hat Richtung Europa, dann muss der innerhalb kürzester Zeit wissen, ob er wieder zurückgehen muss oder nicht. Aber die Frage, ob er Sachleistung kriegt oder Geldleistung, ist doch nicht das, was ihn davon abhält, in einem Land, wo er in Armutsverhältnissen lebt, sich auf den Weg zu machen. Und das ist genau das, was die Leute ja auch und selbst brauchen. Ein Punkt, den wir noch gar nicht diskutiert haben, das ist die erste Bundesregierung, die von dem EU-Türkei-Deal abgesehen jetzt wirklich ernsthaft Migrationsabkommen verhandelt. Mhm. Und da bin ich auch guter Dinge, dass das sehr viel mehr Migrationsabkommen in der nächsten Zeit dann auch werden. Aber das ist ja wichtig, damit wir die Leute auch zurückschicken können und damit wir auch Partner haben, die die Menschen wieder aufnehmen. Nicht nur Migrationsabkommen, sondern Rückführungsabkommen müssen verhandelt werden. Die Staaten nehmen ja ihre Leute nicht zurück, obwohl sie völkerrechtlich dazu verpflichtet sind. Das passiert, das wird verhandelt, jetzt... Es ist halt nicht so einfach, dass die Staaten einfach mal jetzt sofort sagen, na gut, die haben Geldkoffer mitgebracht, dann machen wir das. So ist die Welt heute nicht. Aber ich kann einfach nur zustimmen, wir brauchen Humanität und Ordnung. Und das hat ganz viel auch mit den Verfahren und deren Dauer zu tun. Wenn die Leute in Lampedusa landen und über 2 Jahre nicht mal einen Asylantrag stellen können und nicht einmal ein Zelt bekommen, ist das schlecht für Lampedusa, für die Leute, die da leben, für die Kommunen, für Griechenland, für ganz Europa und für die Leute, die da auf diesem Müllhalden leben. Und dementsprechend braucht es Ordnung und Humanität beides zusammen. Braucht es in der FDP, wird das teilweise ein bisschen anders gesehen bei Ihrem Koalitionspartner. Ich zitiere mal den Generalsekretär Djerzarei, der sagt über Ihre Partei, die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land und erschweren durch realitätsferne Positionen konsequentes Regierungshandeln und parteiübergreifende Lösungen. Ende des Zitats. Kann an der Migrationskrise die Ampelkoalition zerbrechen? Über das Zitat haben wir uns über das Wochenende unterhalten. Und da gibt es ganz andere in der FDP, die ihre Füße angucken und sagen, tut mir leid, ich glaube, jeder sollte bei seinem eigenen Stil dann jeweils in den Spiegel gucken. Und Nervosität vor Landtagswahlen ist keine Ausrede, weil man einfach alle Stilfragen liegen lässt. Trotzdem hat ja die Opposition das dankbar aufgegriffen. Ja, Moment, das ist das eine. Das zweite ist, darf ich die Frage noch in einem Satz beantworten? Wir diskutieren, wir streiten um den richtigen Weg. Das ist bei einer Frage solcher Größenordnung normal. Und es ist, wie wir es bisher machen, das ist manchmal zu schrill im Ton. Aber wir liefern am Ende Lösungen. Und das werden wir auch diesmal. Wir reden jetzt sehr viel über die Verfahren, für die oder gegen die hier sind. Wir müssen meines Erachtens sehr viel mehr über die reden, die sich auf den Weg machen und hierher kommen wollen. Und diese Zahlen müssen runter. Und Sie haben gerade die Rückführungsabkommen so ein bisschen mit einer Hand abgetan. Also Angela Merkel hat mit der Türkei ein nicht ganz einfaches Abkommen geschlossen. Und das Ergebnis ist, dass bis heute die Zahl der Flüchtlinge aus der Türkei drastisch reduziert wurde. Macron ist 2-mal in Tunesien gewesen. 1-mal mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das ist zurzeit eines der Hauptherkunftsländer. Über die Mittelmeerroute geht heute ein ganz großer Teil dieser Flüchtlinge. Die Bundesregierung finanziert aus dem Bundeshaushalt die Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer. Und gleichzeitig bemüht sich die Bundesregierung bisher erfolglos, da mal für zu sorgen, dass aus Tunesien diese Flüchtlingsboote der Schlepper organisieren. Wir sind gegen Seenotrettung? Ich bin der Meinung, dass wir das zumindest mal mit einem ganz großen Fragezeichen versehen müssten. Denn das ist nicht Seenotrettung, das ist ja die unmittelbare Kette, die sich sozusagen von den Flüchtlingen ergibt, die in Tunesien in diese Boote steigen. Die brauchen dann ein paar hundert Meter raus und dann werden die aufgenommen von den Seenotrettungsbooten. Also ohne diese Seenotrettungsboote funktioniert das Geschäftsmodell der Schlepper nicht. So, und das sagt Ihnen aber auch jeder, der sich mit den ganzen Themen da an Ort und Stelle mal beschäftigt. Ja, und auf diesen Booten, ich sag's nochmal, sind 70% junge Männer. Also das Bild, das da immer gezeichnet wird, arme Familien, kleine Kinder, stimmt doch mit der Wirklichkeit nicht überein. Tunesien muss ins Boot geholt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Route muss geschlossen werden. Aber sonst wird das nicht gelingen, so wie das Abkommen mit der Türkei gemacht worden ist. Warum war Scholz bis heute nicht in Tunesien? Da muss er schnellstmöglich hin und dafür sorgen, dass da ein Abkommen verabredet wird, auch mit einer sehr schwierigen Regierung. Nur so kriegen wir die Zahlen. Bleiben wir noch einen Moment bei der Seenotrettung. Die Finanzierung aus Deutschland für Nichtregierungsorganisationen oder Hilfsorganisationen ist ja jetzt gerade auch kritisiert worden von der italienischen Ministerpräsidentin Meloni. Die hat einen wütenden Brief an ihren Bundeskanzler geschrieben. Können Sie die Kritik nachvollziehen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine humanitäre Verpflichtung, dass wir Menschen, die drohen, auf dem Mittelmeer zu ertrinken, weil sie mit den größten Versprechen von Kriminellen auf diese Boote gelockt werden, dass wir denen helfen. Herr Merz, ich sage doch gar nichts dagegen, dass wir auch die
Schlepper bekämpfen müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Boote nicht losfahren. Und Sie wissen auch, da hat die Große Koalition dran gearbeitet, da arbeitet die Ampel dran, da arbeitet Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin dran. Das ist aber auch nicht immer nur einfach, weil sich Menschen aus tiefster Not auf den Weg machen. Aber wenn die da im Mittelmeer drohen zu ertrinken und wenn die da drohen zu sterben, und dann ist mir auch egal, ob das Kinder, Frauen oder Männer sind, das ist ein Gebot der Humanität. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass die Ampel gesagt hat, wir unterstützen die Seenotrettung. Ich möchte, dass am Ende diese Seenotrettung nicht mehr notwendig ist. Dafür müssen wir andere Wege auch der Migration schaffen, so wie wir jetzt Arbeitsmigration ja auch stärken. Aber wenn dort Menschenleben bedroht ist, dann bin ich dafür, dass wir nicht weggucken. Sie haben die Kritik von Frau Meloni gerade grotesk genannt. Ja, das ist grotesk, weil es internationales Seerecht ist, dass man Leute in Seenot retten muss. Punkt. Ich will aber zum Aber die Frage ist ja, warum Deutschland das finanziert in Italien, da auf dem Mittelmeer? Das ist ja, also jetzt tun wir so, als würden wir jetzt irgendwie da die Schiffe jetzt irgendwie subventionieren, die waren auch so unterwegs. 800.000 Euro meines Wissens. Ja, aber es geht ja darum. Tun Sie aus dem Bundeshaushalt. Nochmal. Ja. Wir haben vereinbart miteinander, dass wir einiges tun müssen, damit das Mittelmeer kein Friedhof mehr ist. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Dazu gehört alles, was Lars Klingbeil gerade gesagt hat, dass man dafür natürlich auch alles arbeiten muss, damit die Leute erst gar nicht in die Boote steigen. Das bedeutet im Übrigen heute gar nicht angesprochen, dass wir vielleicht nochmal überlegen, welche Fluchtgründe gibt es denn eigentlich und wie kann man denen Herr werden. Aber dazu gehört natürlich auch die Leute, die kurz vom Ertrinken sind, gerettet werden. Ich wollte aber nochmal zum Türkei-Deal was sagen. Der Türkei-Deal ist ja de facto nicht mehr in Kraft, aus einem sehr zentralen Grund. Der Grund ist, dass die Türkei irgendwann mal gesagt hat, Leute, das geht so nicht weiter, weil wir haben Deal miteinander ausgemacht. Und der Deal beinhaltet, dass jeder, den wir zurücknehmen, bedeutet, dass die europäischen Mitgliedstaaten auch tatsächlich eine Person quasi als Kontingent aufnehmen. Und das haben wir nicht hingemacht. Trotzdem sind immer noch 2 Millionen Syrer in türkischen Flüchtlingslagern, die Gott sei Dank bis jetzt nicht auf den Weg sind. Richtig, aber ich will nur darauf hinweisen, dass diese Abkommen, der Türkei-Deal ist ein Beispiel dafür, nicht einfach nur ist, wir geben jemandem Geld und der macht den Türsteher für uns, sondern das ist für uns, das ist auch eine Aufgabe, die dann auch Aufnahme bedeutet. Und das ist bei der Türkei der Fall. Und bei Tunesien wird es am Ende des Tages nicht so sein, dass sie sagen, wow, die Europäer waren da und haben uns jetzt beeindruckt, also machen wir es. Das sind alles hochkomplexe Verfahren und Verhandlungen, die man noch zu führen hat. Deshalb sollten wir nichts so tun, als wäre es einfach. Bei allen Diskussionen, die wir hier führen, dürfen wir nicht vergessen, es stehen Landtagswahlen vor der Tür in Hessen und in Bayern. Frau Mütze, wie groß ist die Bedeutung der Migration für diese bevorstehenden Landtagswahlen? Ja, ich glaube, das Thema Sicherheit, das Thema Sicherheitsempfinden, Kontrolle auch vor Ort, das ist ein Thema, das wird in Bayern beispielsweise als eines der wichtigsten Themen angesehen. Wir sehen es auch in Hessen und wir sehen ja auch in beiden Ländern, dass auch dass jeweils die AfD auch Prozentpunkte zugelegt hat seit Anfang des Jahres. Also das ist sicherlich ein Thema, was eine Rolle spielen kann, aber deshalb, ich spiele den Ball jetzt einfach mehrfach immer wieder zurück, deshalb umso wichtiger, dass auf Seiten der Demokraten eben auch diese Sorge abgefangen wird. Und man das Gefühl hat, auch da kann eine Handlungsfähigkeit auf dem Thema hergestellt werden. Thema Handlungsfähigkeit, Herr Merz, Sie haben am Wochenende gesagt, wenn es mit den Grünen nicht geht in Richtung der Koalition, würde die CDU bereitstehen. Ja. Heißt das, Sie wären bereit, in eine große Koalition als Juniorpartner zu gehen? Wir haben gesagt, wenn der Bundeskanzler mit den Grünen keine Mehrheit im Parlament hat, dann sind wir bereit, mit ihm darüber zu sprechen, ob er sie mit uns hat. Die Grünen sind bisher das Problem in dieser ganzen Debatte. Und wenn der Bundeskanzler eine Lösung sucht, dann sind wir bereit, darüber zu sprechen. Das heißt nicht, dass wir in diese Regierung eintreten. Da werden Sie, kommt nicht in Frage. Okay. Überhaupt nicht. Interessante Klarstellung. Vielen Dank dafür. Der Deutschlandpakt, von dem jetzt immer die Rede ist, wäre es nicht sinnvoll, den jetzt noch vor den Landtagswahlen irgendwie auf den Weg zu bringen, damit die Deutschen das Gefühl haben, es gibt da wirklich einen überparteilichen Konsens, dass dieses Problem angepackt werden muss? Warum fragen Sie mich? Da bin ich der falsche Adressat. Ich habe es mehrfach angeboten. Am Tag, nachdem der Bundeskanzler das gesagt hat, habe ich mit ihm darüber gesprochen. Alexander Dobrindt hat im Bundestag unmittelbar darauf reagiert und hat gesagt, lassen Sie uns Teil 1 machen, Flüchtlingskrise. Das war sofort unser Angebot. Nochmal, heute ist Tag 22 und es gibt keine Antwort. Herr Klingbeil. Ich finde, es wäre ein starkes Signal der demokratischen Parteien, wenn wir diese nicht kleine Herausforderung, wenn wir die gemeinsam anpacken. Wir bringen in der Ampel vieles auf den Weg, mit dem Ministerpräsidenten vieles auf den Weg. Aber ich finde, es wäre auch ein starkes Signal, wenn wir das aus der Mitte des Bundestages heraus schaffen. Wäre auch ein gutes Signal in die Bevölkerung. Ich bin da zu allen Gesprächen bereit und auch offen. Und kann nur sagen, der Kanzler ist es auch. Herr Neubauer? Es wird alles vorbereitet mit Hochdruck in den Häusern für die Beschleunigung des Verfahrens, der Verfahren in allem.
Ich meine, die Tatsache, dass die ICE-Trasse in Deutschland 60 Jahre braucht, bis sie umgesetzt wird, bis dahin ist das Beamen erfunden worden, da braucht man die ICEs nicht mehr. Dementsprechend müssen wir einfach schneller werden und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, Koalition, Opposition, Gesellschaft, Länder, Kommunen, alle. Und dass das jetzt nicht mit dem Fingerschnipsen geht, das ist richtig, auch weil der Mehltau so dick ist, den man wegwischen muss. Frau Mütze, Sie sind ja nicht nur Meinungsforscherin, sondern auch normale Bürgerin dieses Landes. Wenn Sie jetzt den drei Parteivorsitzenden hier zugehört haben in der letzten Stunde, macht Ihnen das Hoffnung, was Sie da gehört haben, dass dieses große Thema gelöst werden kann, dieses große Problem? Naja, die Hoffnung habe ich. Das ist auch das Allerwichtigste, weil wir sehen, dass in der Gesellschaft die Zuversicht abnimmt. Und dass wir brauchen die Zuversicht, wenn wir nach vorne arbeiten wollen, wenn wir nach vorne investieren wollen, wenn wir nach vorne gestalten wollen. Dann brauchen wir Zuversicht, dass sich in diesem Land auch was zum Positiven verändern kann. Und deshalb möchte ich sie mir einfach beibehalten. Vielen Dank für dieses optimistische Schlusswort. Ihnen vielen Dank für die engagierte, aber sachliche Diskussion. Das ist bei diesem emotionalen Thema, glaube ich, sehr wichtig. Und habe das Gefühl, es ist uns gelungen. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse und wir sehen uns beim nächsten Welt Talk. Vielen Dank. We'll be right back.